Politik ist weiblich. Ich vertrete genau die Gegenposition und ich werde begründen, warum das so ist. Ich meine, dass Frauen eine andere Moral haben. Allein weil ihr Gehirn schon anders aufgebaut ist. Frauen sind in der Lage, sehr viel stärker die Befindlichkeit eines anderen Menschen bei sich zur Resonanz zu bringen. Sie fühlen sehr viel schneller, wie ein anderer fühlt und binden dieses Empfinden in ihre Entscheidungen, in ihr Handeln mit ein. Männer sind oft blind dafür. Sie entscheiden sehr viel schneller nach bloß rationalen Gründen, nach bloß intellektuellen Kriterien oder auch nach Rechtskriterien. Ich glaube, dass wir bei den Frauen eine besondere Art der Moralität und der Ethik lernen können, die damit zu tun hat, dass sie viel stärker auf das Leiden oder das Glück, das ein anderer Mensch empfindet, eingehen können. Das heißt noch nicht, dass sie das immer tun müssen, aber zumindest sie haben eine ganz andere Fähigkeit dazu. Das möchte ich bestreiten. Also die Hirnforschung sagt ja jetzt immer wieder, Frauen seien empathischer, achtsamer, konsensorientierter. Aber daraus lässt sich ja noch keine Moral destillieren. Also ich würde sagen, es gibt keine spezifisch weibliche Moral, ja, sondern es gibt Tendenzen bei Frauen, dass sie kommunikativer sind, empathischer sind, aber das heißt noch lange nicht, dass sie das moralischere Geschlecht sind. Ich glaube, dass das ein Erfolgsfaktor ist, dass Ethik eben tatsächlich auch ein Wettbewerbsfaktor sein kann. Und sich ein Unternehmen, das nach innen wie nach außen authentisch einen bestimmten Wertekanon vertritt und den auch lebt, dass ein solches Unternehmen sich eben auch im Verhältnis zu den Kunden und zu den Auftragnehmern erfolgreicher positionieren kann. Also die Schweizer Bank Credit Suisse hatte vor 3 Jahren eine weltweite Erhebung, worin sie nachgewiesen haben, dass nur eine Frau mehr im Vorstand 26% höhere Aktienkurse zur Folge hat. Ich glaube, dass solche Unternehmen langfristiger erfolgreich sind, weil sie auf den Menschen setzen, anstatt auf die Ressource Moral. Es hätte positive Auswirkungen auf Unternehmen, wenn mehr Frauen im Management präsent wären, weil sehr viele wissenschaftliche Studien deutlich machen, dass mehr Frauen im Management die Gruppenintelligenz erhöht, die Rendite von Unternehmen erhöht, das Wissensmanagement von Unternehmen, also den Informationsfluss erhöht und dass Frauen sicher auch einen Beitrag dazu leisten, durch ihr nachhaltiges, laterales Denken einen Beitrag zur Ethik zu leisten. Gruppenintelligenz wird, wenn man Studien und auch die Presse zitiert, wird häufig mit einem Frauenanteil gleichgesetzt. Also die Fähigkeit, Empathie, Mitgefühl zu haben, ist eine typische weibliche Fähigkeit. Und diese Studien belegen, je mehr Frauenanteile in einer Gruppe, umso mehr wirkt Empathie, umso mehr wirkt Gruppenintelligenz bei Lösungen. Ich halte die Wirtschaft für einen Ort, wo wir tatsächlich erproben, was Ethik leisten kann. Wo wir uns bewusst machen, dass Ethik auch nur dann einen Sinn macht, wenn sie die Stabilität einer sozialen Gemeinschaft fördern kann. Andere Ethiken sind oft eine Spielerei, eine intellektuelle Spielerei, manchmal auch eine theologische Spielerei. Was ist das Gute? Wir tun das Gute, weil es das Gute ist. Ich glaube, in Business-Ethics verliert das seinen Sinn und wir fangen an, das Gute zu tun, weil es der sozialen Gemeinschaft dienlich sein kann. Ich denke, wir stehen vor einem Culture Change, also wir brauchen den Kulturwandel. Aber wie Sie wissen, ist es ja wahnsinnig schwierig, sein Verhalten zu ändern. Und wenn man so in vertrauten Mustern lebt, auch im Unternehmen, in einem Old Boys Network, wo Vertrauen herrscht, ja, wo man genau weiß, der fällt mir nicht in den Rücken, ist es dann schwierig, diesen Schritt auf die Frauen hinzutun und zu sagen, mein Gott, ja, man muss es mal ausprobieren. Ich fürchte ohnehin, dass Angst eine viel zu große Macht in unserer Gesellschaft hat. Angst bedeutet, dass wir eine Gefahr für gefährlich halten, die eigentlich nicht gefährlich ist.
Angst stellt sich auch dann ein, wenn keine reale Gefahr existiert. Wir kriegen irgendwie Stress, wir verengen unseren Blickpunkt, wir können nicht mehr klar denken, wir können uns nicht einbringen, wie wir wirklich sind. Und Frauen neigen natürlich dazu, Angst zu bekommen, wenn einer mit einer stärkeren Geste auftritt, wenn einer lauter spricht, wenn einer vielleicht auch logisch, rationaler argumentiert. Und sie glauben nicht, dass sie dann ihre Gefühle stark genug artikulieren können, als ein Gegenargument auch ins Feld werfen können. Umgekehrt natürlich wieder ist es eine manchmal auch von mir beobachtete Angst bei mächtigen Führungskräften, bei Unternehmern, bei Vorständen, eine Angst vor der Frau. Eine Angst davor, nicht die richtige Sprache, nicht den richtigen Umgangston zu finden, um die Sachfragen korrekt lösen zu können. Dagegen lässt sich nur dann etwas tun oder nur so etwas tun, dass sie sich daran gewöhnen, dass immer Frauen in der Nähe sind, mit denen sie arbeiten müssen. Nun muss man aber wissen, dass es dann häufig, wenn man nur eine Frau rekrutiert, den sogenannten Drehtüreffekt gibt. Das heißt, wir beobachten in der Wissenschaft, dass diese Frauen sich nicht lange halten, weil sie eben als Frau nur wahrgenommen werden und nicht als Persönlichkeit an sich. Und das ist schwierig. Also ich würde sehr dafür sprechen, und amerikanische Studien machen auch deutlich, dass egal welches Geschlecht, ob Mann oder Frau, jeweils mindestens 30% in den Entscheidungsgremien vorhanden sein sollte, damit man sich von diesem Geschlecht, von dieser Geschlechterfrage löst, sondern nur noch die Person, die Persönlichkeit, das Talent sieht. Und das verfolgen wir natürlich mit unserem Ansatz Mixed Leadership, dass wir gerne diese gemischten Führungsgremien haben wollen.